guten Abend miteinander. Es freut mich, dass Sie wirklich so zahlreich an die Vernissage gekommen sind zu dieser Ausstellung, die wir hier im Stadthaus haben. Ich bin ja auch mit meinem Ressort für Kultur verantwortlich und darum ist es auch schön, dass das jetzt im Stadthaus stattfindet und dass Sie eben vorbeigekommen sind. Ja, als ich gewusst habe oder wo mir hergetragen worden ist, dass ich heute Abend noch etwas sagen muss, habe ich mir überlegt, ja, was sagt man an so einem Anlass. Ich habe dann im Internet recherchiert und zwei Sachen sind mir geblieben. Das heisst, bleib kurz und sag das Wichtigste. Und in diesem Namen möchte ich euch alle herzlich begrüßen im Namen des Philatelistenvereins. Das wäre es gewesen, das sind die zwei Sachen. Sie werden sich sicher fragen, das haben Sie auch in der Zeitung gelesen, was hat denn der Nägeli mit Briefmarken zu tun? Das ist sicher eine Frage, die jeder sich überlegt hat. Das hat seinen Grund. Wo die Vereinsgründung war vom Philatelistenverein, hat man entschlossen, eine Pro Juventutenmarke, eine fünftreppige Pro Juventutenmarke von 1900, muss ich noch schauen, 36, rausgekommen ist, als Vereinslogo zu nehmen. Die Marke ist heute nach wie vor unser Vereinslogo und auf die sind wir eigentlich stolz. Es ist heute sehr schwer, etwas Postalisches zu finden aus der Zeit, in der Nägeli gelebt hat. Das war ja 17., 18. Jahrhundert, oder? Und man findet heute nur noch ganz wenig Belege oder Dokumente vom Nägeli im Archiv. Was natürlich super war, ist, dass wir hier in Wetzikon im Ortsarchiv auch Unterlagen haben dürfen anschauen und tief reinkommen. Und das möchte ich ganz herzlich der Irene verdanken, die uns das ermöglicht hat. Danke vielmals, Irene. Es freut mich natürlich außerordentlich, dass ich eben als Präsident von dem extra gegründeten Verein 250 Jahre Hans-Georg Nägeli in dem Zusammenhang etwas darf sagen. Es ist eigentlich der allererste Anlass, der uns einläuten in das Jubiläumsjahr. Und ganz speziell möchte ich jetzt ein paar Worte zu dem sagenumwobenen Bild sagen. Kurz vor der Weihnacht, im Dezember 1944, ist das Bild der Schule übergeben worden, als Symbol vom Ausbildungswesen in Dankbarkeit vom polnischen Staat. Der Hans-Georg Nägeli ist 1773 auf die Welt gekommen und ist 1836 gestorben. Und in dieser Zeit hat er elend viel Brief geschrieben. Weil er hatte unglaublich viel Kontakt gehabt in Europa, kreuz und quer, auf Frankreich, auf Deutschland, auf England. Und in der Zentralbibliothek liegen heute 2700 Briefe, die er geschrieben hat. Damals hat es natürlich noch keine Briefmarken gegeben, das ist eigentlich noch schade, oder? Weil sonst könnten wir jetzt 2700 Briefmarken suchen von ihm. Und die sind ja erst viel später gekommen. In den nächsten paar Monaten ist es jetzt so, dass wir ja auf die vielen verschiedenen Facetten von Hans-Georg Nägeli aufmerksam machen mit unseren ganz vielen Veranstaltungen, die geplant sind. Die erste fängt an morgen in 5 Wochen, etwa, am 24. März. Und es gibt eine Serie von einer Art Vorträgen, es gibt eine Ausstellung im Museum. Es würde mich natürlich freuen, wenn Sie in der nächsten Zeit ein bisschen Zeitungen und Presse anschauen und vielleicht auf dem Internet, auf unserer Webseite ein Billett kaufen dazu oder eben dann auch einfach an der Abendkasse können wir ein Billett kaufen. Und jetzt laden wir Sie natürlich herzlich ein, dazu Getränke und zu einem Brötchen da bei uns. Geniessen Sie die Exponate und haben Sie heute ganz einen schönen Abend. Wir würden uns freuen, wenn Sie in den nächsten 4-5 Wochen da nochmal vorbeikommen und sich das nochmal in Ruhe auch zu Genüsse führen. Merci vielmals fürs Kommen heute und schön sind Sie mit dabei. Der Gesang ist Gesundheit.